Lord Pappnase. Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Wir wollen uns mal weiter durch den Wald bewegen und den Spinnen folgen, um einfach mal zu gucken, wo es denn jetzt hier hingeht. Auf jeden Fall folge ich weiter den Spinnen. Merke ich schon. Ich sehe schon eine Bildkarte. Jetzt weiß ich auch, warum hier wieder ein Speicherpunkt war. Na, eigentlich wollte ich aber die Bildkarte haben. Ich hoffe, da komme ich nochmal hin. Belasto. So. Okay, jetzt bin ich hier. Interessanterweise habe ich immer noch Lumos aktiv. Hui! Ah, guck mal, hier, Bildkarte. Aha. Gleich mal direkt vorlesen. Gifford Ollerton, 1390 bis 1441, berühmter Riesentöter. Vernichtete den Riesen Hengist auf Upper Baunton. Baunton oder so. Guck mal, wir haben richtig viel. Uns fehlen hier nur 6 Stück und hier nur noch 8. Wir haben richtig Progress gemacht. Und das hat sich gereimt. Ich gehe nochmal den Weg. Ich trau mich da gerade nicht so richtig. Darunter zu springen, weil ich glaube, Harry würde diesen Sturz nicht unbedingt überleben. Aber den hier möchte ich gern probieren. Aua. Das war ja ein unschöner Effekt. So. Nichten wir hier mal noch mehr Spinnennetze. Also viele kleine Spinnen hier an mir dran kleben. Hilfe! Machen die was? Scheinbar nicht. Der ist schon gefrostet. Ah, what the... Hey, dadurch hätte ich sterben können. Was soll denn das? Okay, zumindest mal kein Zurückkommen. Noch eine bronzene Bildkarte. Jetzt aber hier. Perpetua Fancourt, 1900 bis 1991. Erfinder des Lunaskops. Jetzt werde ich gerade mit Bildkarten ein bisschen zugeschissen. Ich mag aber auf jeden Fall hier auch die Farbgestaltung wieder. Das blaue Wasser, das wirkt alles so schön saftig. Ich mag das. Und was ich auch mag, ist euch da reinwerfen. Der ist gerade wieder am Aufwachen. Mit dir. Und dann rein mit dir. Oh, da kommt gar nicht das schöne Poltergeräusch. So. Oh, das war eine stärkere Spinne. Die ist, glaube ich, auch ein bisschen größer hier. Die müssen wir zweimal abschießen. Okay. Jetzt wird es hier richtig actionlastig. Sind, glaube ich, auch größer als die anderen. Was kann ich hier machen? Okay. Wer hat denn diesen Mechanismus hier hingebaut? Das war ja wild. Nehme ich eigentlich auf? Ich nehme auf. Das ist ja geradezu grandios. Ich bin ja begeistert. Okay. Es macht halt auch einfach wieder Spaß. Es ist so abwechslungsreich hier. Es passiert so viel Kram hier. Ich liebe es einfach. Komm schon, nochmal Bildkarte vielleicht? Jawollo! Und wir bekommen Dorcas Velbiloft, 1812 bis 1904.
gründete die Vereinigung für verzweifelte Hexen. Okay. Okay, das ist definitiv eine tolle Vereinigung. Alohomora. Oh, wie gemein. Oh nee, wie gut. Warte mal. Der kann hier die Pilze mal pflücken. Das ist ja superb. Ich will mich nur nicht von ihm treffen lassen. So, sammeln mal die Pilze hier. Mach doch mal, dann kann ich was trinken in der Zeit. Oh, das tut gut. Energy Drink am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen, sag ich immer. Richtig schön erfrischend, weil meine Kehle war schon die ganze Zeit so trocken. Ich glaube nämlich, ich krieg wieder eine Erkältung. Oh Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Nein, nein, Harry! Fall doch nicht darunter! Oh mein Gott, Harry, bist du ein Idiot. Habt ihr das gesehen? Der ist da einfach runtergefallen, weil ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Ah, jetzt muss ich das alles nochmal machen. Das war gemein. Das war nicht meine Schuld, fand ich jetzt. Dann machen wir das halt nochmal. Ah, das war jetzt aber, das war mies fies. Damit habe ich nicht gerechnet. Richtig gemein. Ich will mein Geld zurück. Belasto. Das ist jetzt wirklich Belasto. So, holen wir uns nochmal die Bildkarte hier. Das war doch die aktuelle, ne? Ich hatte sonst keine gefunden. Weil nicht, dass ich jetzt durch die Hektik hier was verpasst habe. Oh Gott, jetzt muss ich nochmal auf den Gnom warten. Oh, das ist ja purer Stress hier. So, stell mich mal hier hin. Kann ich nochmal einen Schluck trinken? Na los, pflück die Pilze. Do your thing. So, Wartespiele sind beim erneuten Spielen immer ein bisschen ätzend. So, beim ersten Mal ganz cool irgendwie. Aber beim zweiten Mal denkt man sich so, jetzt komm mal zum Punkt, mach mal hinne hier. So, Mann, mach hinne! Ich will Unreal Tournament spielen. So, jetzt machen wir das nochmal. Diesmal bewege ich mich nicht. Diesmal bleibe ich still stehen. Ja, man schiebt nämlich so ein bisschen nach vorne. Das ist ganz gemein. So, was haben wir hier in der Truhe drin? Vielleicht ein paar Bönsche. Vielleicht eine Karte. Eine Karte. Tolle Karte. Newt Scamander, den kenne ich. Geboren 1897, Autor des berühmten Werkes Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. In den Filmen sah der irgendwie ein bisschen anders aus. Wobei ich aber auch zugeben muss, ich habe nur den ersten Teil gesehen. Danach habe ich irgendwie das Interesse verloren. Wobei ich den ersten Teil tatsächlich unterhaltsam fand. Aber ja, ich habe dann das Interesse verloren, auch damals mit diesem blöden Skandal mit Johnny Depp. Und dann habe ich gesagt, ach, I don't care anymore. Okay, da war gerade unheimliches Geräusch und das kam nicht aus dem Spiel. Aragog, hier ist ein Mensch. Ist es Hagrid? Nein, ich bin ein Freund von Hagrid. Ich bin gekommen, um ihm zu helfen. Warum braucht Hagrid Hilfe? Es wird behauptet, Hagrid habe vor vielen Jahren ein Monster in Hogwarts freigelassen. Es hat jemanden getötet und nun ist es zurückgekehrt. Er hat mich freigelassen. Aber dann
hat er mich weggeschickt. Ich bin niemals zurückgekehrt. Und ich habe niemanden in der Schule angegriffen. Du bist also nicht der Wächter der Kammer des Schreckens? Nein. Der Wächter der Kammer ist eine uralte Kreatur, die wir Spinnen mehr als... Die Spinne sieht schon eklig aus gerade. Diese Kreatur hat das Mädchen in der Toilette getötet, nicht ich. Danke, ich sollte jetzt besser gehen. Unbehagen hier gerade. Nein, das wirst du nicht. Ich kann meinen Kindern frisches Fleisch nicht verwehren. Adieu, Freund von Hagrid. Wenn ich es schaffe, diese Netze mit Defindo durchzuschneiden, fällt Aragog bestimmt in die Senke. Beißt ihn, meine Kinder! Genau wie im Film. So, schauen wir mal. Ob wir hier einfach... Ach, warum müssen es eigentlich Spinnen sein? Ah. In der PS1-Version war Aragog auch schon so ekelhaft. Ich ignoriere jetzt einfach mal alle kleineren Spinnen hier. War es das schon? Oh, hi. Ich dachte, du fällst ein Stück weiter runter. Ah, beweg dich doch mal nicht so, Hilfe! Okay. Ah, die bewegt sich schon ein bisschen eklig, ne? Oh, ich hasse Spinnen. Ich hasse einfach Spinnen. Die können mir gestohlen bleiben. Vor allem, wenn die so riesig sind und mich fressen könnten. Ja! Wenigstens hat sie eine schöne Stimme. Oh, am Bauch mache ich ihr besonders viel Schaden, merke ich gerade. Wenn sie so aufbäumt. Ist quasi wie ein Dark Souls-Boss hier gerade. Aragog ist tot. Hui! Genau wie im Buch. Ist dead. Lockhart war doch für was gut. Er hat uns Rictus Sempra beigebracht. True? Oh, mein Taxi ist da. Arbeit, Harry. Sieh nur, ich habe Dads Auto gefunden. Aber ich muss dir was Schlimmes mitteilen. Hermine wurde angegriffen. Sie ist versteinert, wie die anderen. Oh nein! Wir sollten so schnell wie möglich zurückkehren. Steig ein. Let's go. Ja, aber da ich jetzt im Schloss bin, ich habe hier noch einiges zu tun. Ich habe mir nämlich einen Kommentar rausgesucht. Ihr habt ja einiges geschrieben, wo jetzt ein paar Hinweise drinstehen. Achtung. Und zwar im Krankenflügel. War ich hier drin? Ich glaube, hier war ich schon drin. Ich glaube, hier war ich drin. Aber ich will mir noch mal, ja, hier war ich. Ich will mir noch mal den Krankenflügel angucken, schnell. Das ist das Klassenzimmer für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und hier soll ich irgendwie auf den Balkon springen können, scheinbar? Ich probiere das mal. Ich kann es mir zwar nicht so wirklich vorstellen. Oh, doch, Tatsache. Wow. Okay, krass. Krasses Secret. Nice. Abgehakt. Genau, Krankenflügel. Und im zweiten Stock gibt es noch einen Geheimraum. Und im Gemeinschaftsraum gibt es auch noch eine Bildkarte. Das heißt, wir haben hier kurz noch was zu tun, bevor ich mit der Hauptstory weitermache. Ich hoffe, die Kommentare stimmen alle, sonst wird es gleich ziemlich blöde. So, ach, hier fehlt mir ja noch, fehlen mir die Schlüssel. Jetzt weiß ich halt nicht mehr genau, wo der Krankenflügel war. Aber im zweiten Stock soll ja eh noch ein Geheimraum sein. Das wäre dann hier, ne? Hier mal ein bisschen besser umgucken. Hier war ich ja definitiv. Lasst uns doch mal schauen, ob wir hier einen Geheimraum finden.
Vielleicht auch in irgendeinem der Klassenzimmer. Ich bin im Klassenzimmer für Verwandlungen. Also hier sehe ich zumindest mal nichts. Auch nicht am Boden. Hier ist Flitwicks Zauberkunstklassenzimmer. Hier nochmal ganz genau nachgucken. Aber hier sehe ich auch nichts. Immer schön wutschen und wedeln dabei. Ich frage mich, warum diese Tür verschlossen ist. Schade. Ja, das frage ich mich auch, aber vielleicht ist ja das der Geheimgang. Die Toilette der maulenden Myrte. Wie deprimierend. Das ist ein Mädchenklo! Du bist kein Mädchen! Also hier ist irgendwie auch nichts. Auch wenn da so ein komischer Schatten auf dem Boden ist. Meint ihr, ich weiß nicht, wie mich die Leute hinter meinem Rücken nennen? Elende, maulende, trübselige Myrte. Ja, ist ja okay. Okay, wo hier im zweiten Stock jetzt noch der Geheimraum sein soll, leider keine Ahnung. Ich will aber vor allem nochmal in den Krankenflügel, wenn ich rausfinde, wo der nochmal war. Ich kenne mich hier in Hogwarts immer noch nicht gut genug aus. Hier war der Krankenflügel nicht, ne? Nee. Der Krankenflügel war jetzt wahrscheinlich da, wo Hermine oben ist. Lasst uns da nochmal nachgucken. Ich sollte mich besser nicht von Madame Pomfrey erwischen lassen. Da ist Hermine. Was hat sie da in der Hand? Eine Notiz. Es ist ihre Handschrift. Da steht... Von den vielen furchterregenden Biestern und Monstern, die unser Land durchstreifen, ist keines seltsamer oder tödlicher als der Basilisk, auch bekannt als der König der Schlangen. Diese Schlange, die eine gigantische Größe erreichen und viele hundert Jahre alt werden kann, wird aus einem Hühnerei geboren, das von einer Kröte ausgebrütet wird. Außer seinen tödlichen und giftigen Zähnen hat der Basilisk einen mörderischen Blick und alle, die in den Bann seiner Augen geraten, erleiden den sofortigen Tod. Spinnen fliehen vor dem Basilisken, denn er ist ihr tödlicher Erbfeind. Und der Basilisk entflieht nur dem Krähen des Hahnes, das tödlich für ihn ist. Aber wie ist der Basilisk im Schloss herumgekommen? Eine große Schlange. Jemand hätte sie sehen müssen. Rohre! Ron, es hat die Rohrleitung. Ich habe diese Stimme aus den Wänden gehört. Das Mädchen, das ums Leben gekommen ist. Aragog hat gesagt, sie wurde in einer Toilette gefunden. Was ist, wenn sie die Toilette nie verlassen hat? Was ist, wenn sie immer noch dort ist? Du denkst doch nicht etwa, die maulende Myrte. Der Eingang zur Kammer des Schreckens. Er ist doch nicht etwa in der maulenden Myrte. Die Schüler kehren sofort in ihre Säle zurück. Die Lehrer versammeln sich im Lehrerzimmer. Unverzüglich, bitte. Oh nein, nicht schon wieder ein Angriff. Ey, ich wollte noch im Krankenflügel was erledigen. Es gab einen weiteren Angriff. Den schlimmsten Angriff überhaupt. Dieses Mal war jemand entführt worden. Nein. Es handelte sich um Ginny Weasley. Und eine weitere Botschaft stand an der Wand. Ihr Skelett wird für immer in der Kammer liegen. Jetzt würde Hogwarts sicher bald geschlossen werden. Professor Lockhart wurde der Auftrag erteilt, Ginny zu befreien. Aber Ron und Harry fanden keine Ruhe. Sie mussten etwas unternehmen. Beeil dich, Harry. Wir müssen Ginny retten. Wir müssen alles genau planen. Ich gehe in die Toilette der maulenden Myrte und versuche, den Eingang zur Kammer des Schreckens zu finden. Ja. Und ich gehe Lockhart suchen.
Es würde mich nicht wundern, wenn er versucht, sich aus dem Staub zu machen. Okay. Jetzt hoffe ich nur, dass ich nochmal in den Krankenflügel darf. War das hier das Sprungbrett dafür? Hui! Jawohl. Hier wollte ich hin, ganz nach oben. Weil ich wollte mir jetzt nochmal das Secret angucken. Hermine liegt immer noch da rum. Kann ich das vielleicht als Thumbnail benutzen irgendwie? Vielleicht kriege ich das irgendwie hin, als Thumbnail zu benutzen. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht klappt es ja. Schauen wir mal. So, jetzt aber hier. Oh. Es war doch so einfach. Das ist jetzt ein bisschen peinlich. Das schneide ich aus der letzten Folge einfach raus. Sehr gut. Silberne Bildkarte. Chauncey Aldrich, 1342 bis 1379. Erstes bekanntes Opfer der Drachenpocken. Oh, der Arme. Okay, jetzt fehlen noch sieben Stück, glaube ich, waren es. Dann haben wir die jetzt auch. Dann in dem Kommentar stand, glaube ich, noch, jetzt muss ich nochmal nachgucken, im Gemeinschaftsraum habe ich eine Bildkarte übersehen, scheinbar. Und in der Eingangshalle und in der Vorhalle. Mal gucken. Wo war denn nochmal der Gemeinschaftsraum der Gryffindors? Ich kann mir doch sowas nicht merken. Ich bin doch alt und vergesslich. Hier war der Gemeinschaftsraum nicht, oder? Nee. Da ging's zur Toilette. Ich muss jedes Mal wieder suchen. Das ist mir ein bisschen peinlich, aber ich krieg's einfach nicht in meinen Kopf rein. Aber ich glaube, der Gemeinschaftsraum war gar nicht hier, ne? Es hilft halt mir auch nicht dabei. Ich glaube, hier war es. Es hilft mir auch absolut nicht dabei, dass das Schloss in jedem Harry Potter Teil komplett anders aussieht. Das ist die Tür zum Gryffindor Gemeinschaftsraum. So, passen also. Sie gut auf sich auf, Mr. Potter. Ich habe das Passwort gar nicht gesagt. So, eine Bildkarte hier im Gemeinschaftsraum habe ich übersehen. Ist das so? Ich sehe gerade da oben ist was. Da oben. Habe ich das noch nicht benutzt? Flipendo! Oh. Defendo! Oh, das war aber auch gemein versteckt, sagt mal. Das findet ja niemand. Okay, was bekommen wir? Noch eine silberne Bildkarte. Quinnock Jones, geboren 1968, Kapitänin der einzigen nationalen Quidditch-Frauenmannschaft. Sehr gut. Okay, noch 6 Stück. Und jetzt, wie gesagt, in der Eingangshalle ist noch eine Bild... In der Eingangshalle? Und in der Vorhalle der großen Halle ein geheimer Raum. Okay, ich tu mal zwischenspeichern hier. Jetzt muss ich aber auch echt überlegen, wo das sein könnte. Vorraum der großen Halle. In der Eingangshalle soll auch angeblich noch eine Bildkarte sein. Kann ich da oben vielleicht mit dem Logo was machen? Mit dem Wappen?
Nee. Also, ich sehe hier nichts. Vielleicht ist es aber auch wieder mal irgendwo an der Decke oder sowas, wo ich selten hingucke. Man guckt selten nach oben, habe ich gemerkt bei Videospielen. Man guckt sehr, sehr selten nach oben. Hier ist aber auch nichts. Nee, okay, dann weiß ich es tatsächlich nicht. Ich guck mal noch nach dem Geheimraum. In der Vorhang. Ah, schaut mal, hier. Alohomora. Ah, toll, ein paar Bohnen, ich freue mich. Das hat sich aber gelohnt. Oh, es sind auch keine Schüler fürs Zaubererduell gerade da. Okay, dann... Sonst habe ich tatsächlich keine Ahnung, wo ich noch was suchen könnte. Das heißt, ich würde jetzt mal in die Kammer des Schreckens gehen. Geheimnisvoll. Wo war die nochmal? Da lang. Ich kenne mich doch aus hier in Hogwarts. Ist doch meine Westentasche hier. So, hier nach oben, das war's noch nicht, eins weiter. Hüpf. Hier war das richtige Stockwerk, ne? Ja. Japp. Hier ist gut. Ich wedel gerade mal sicherheitshalber alle Wände an. Vielleicht finde ich ja doch noch was. Scheint aber nicht so. Was willst du diesmal? Dich fragen, wie du gestorben bist. Ihr seid die Ersten, die das interessiert. Ich bin in dieser Kabine gestorben. Ich erinnere mich noch sehr gut daran. Die Tür war verriegelt und ich weinte, weil Olive Hornby mich wegen meiner Brille hänselte. Dann hörte ich jemanden hereinkommen. Dann wurde etwas Komisches gesagt, in einer anderen Sprache, glaube ich. Parisisch? Es war ein Junge, der sprach. Also habe ich die Tür aufgemacht, um ihm zu sagen, er solle gefälligst verschwinden und sein eigenes Klo benutzen. Und dann bin ich gestorben. Wo stand der Junge denn? Dort drüben bei den Becken. Der eine Hahn hat nie funktioniert. Ob das wohl der Eingang zur Kammer des Schreckens ist? Dam, dam, dam. Mach auf! Mach auf! Ah, das klappt nicht. Vielleicht sollte ich es mit Parsel versuchen. Mach auf! Es klappt! Das war jetzt nicht wirklich anders. Eieieiei. Ui, guck mal die Animation hier. Wie sauber hier alles ist. Ich habe ihn. Er hatte schon gepackt und wollte gerade abhauen. Was ist das? Ich glaube, das ist der Eingang zur Kammer des Schreckens. Nun, dann braucht ihr mich ja nicht mehr, Jungs. Ich lasse schon mal meinen Besen warm laufen. Das würde Ihnen so passen. Runter mit Ihnen! Nein! Los geht's, Harry! Nein! Ich komme! Bitte, Harry, wir haben doch noch gar nicht 22 Uhr. Geronimo! Ich bin knapp in die Kerker und Harry, da oben ist etwas. Mir ist so elend zumute. Schluss mit lustig, Jungs! Ron! Sagt eurem Gedächtnis Adieu. Amnesia! Ron! Ron, bist du okay? Ich bin hier. Ich bin okay. Geh Ginny suchen, Harry. Warte hier mit Lockhart.
wenn ich in einer Stunde nicht zurück bin. Wir sehen uns gleich. Was, wenn ich in einer Stunde nicht zurück bin? Was, Harry? Was, Harry? Oh, guck mal, mit Schlangensymbol hier. Okay, hier sieht es ganz schön interessant aus. Ah, da kann ich die Kröten runterschubsen. Flipendo! Das ist schon mal gut. Flipendo! Flipendo! Tschüssi! Ob ich da rüberspringen kann? Das müsste... Oh, nee. Oh, ich habe überlebt! Ich glaube, das sollte nicht so sein. Ich habe einfach viel zu viel Leben. Kann ich jetzt einen Trank trinken? Hast du schon mal probiert? Mega-Power-Trank. Irgendwie nicht. Zaubertrank, Q. Aber ich glaube, den Sturz sollte ich nicht überleben. Ich hoffe, ich habe mich hier jetzt nicht irgendwie softlocked oder so. Weil da oben war ja noch Zeug. Oh, ich glaube, das war nicht so smart, hier runterzufallen. Ich gehe mal ganz nach unten. Ich hoffe, es ist jetzt nichts kaputt oder so. Naja. Ob was kaputt ist oder nicht, würde ich sagen, finden wir in der nächsten Folge raus. Und an der Stelle würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer bewerten, kommentieren. Und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.